Herzlich willkommen. Unsere Ferienwohnung liegt in Berlin-Spandau. Sie ist 90 Quadratmeter groß und bietet Platz für bis zu 6 Personen. Wir legen Wert darauf, dass Sie sich in unserer Ferienwohnung wohlfühlen. Daher wird die Wohnung regelmäßig renoviert und mit neuen Möbeln eingerichtet und nicht mit dem, was andere aussortieren. Daran liegt es vielleicht auch, dass viele Gäste der Ferienwohnung mittlerweile langjährige Stammgäste sind, die die großzügige und gemütliche Atmosphäre bei uns in Berlin-Spandau genießen. Aber auch nach Reinickendorf oder Falkensee und Nauen ist es von uns nicht weit. Auch die Messe Berlin am Funkturm ist von hier aus gut erreichbar. Die ruhige Lage der Ferienwohnung in der Nähe des Spandauer Stadtforstes lädt zu ausgiebigen Spaziergängen ein und die Anbindung mit Bus und S-Bahn ermöglicht entspannte Besuche sowohl der City West am Kudamm als auch der City Ost mit dem Alexanderplatz sowie Hackeschen Markt und Friedrichstraße, jedoch ohne den Großstadtlärm zur Nachtzeit. Unsere Ferienwohnung liegt in Berlin-Spandau am Platz E Nr. 15a, unweit des Berliner Stadtforstes. Sie hat einen großen Wohn- und Schlafraum mit Studiofenster, 4 Betten, Doppelbett und 2 Einzelbetten, Sitzgruppe, Tisch, Kinderhochstuhl, Kleiderschrank, Garderobe, Deckenventilator und Fernseher. Ein separates Schlafzimmer mit 2 Betten, davon ein französisches, ein Kinderbett kann dort ebenfalls aufgestellt werden. Eine Küche mit Kühlschrank und Gefrierfach, ein Herd mit 4 Ceranfeldern und Backofen, ein Wasserkocher, Kaffeemaschine, Geschirr und Töpfe komplett da. Im Bad findet sich eine Duschwand mit, über der Badewanne, ein WC und ein Waschbecken. Die Wohnung ist mit Bettzeug, Bettwäsche, Handtüchern, Küchentüchern, Toilettenpapier, Kaffeefiltern, Müllbeuteln und allem anderen, was Sie brauchen, ausgestattet. Es können in der Ferienwohnung bis zu 6 Personen übernachten. Haustiere sind leider nicht gestattet. Parkplätze sind auf der Straße ausreichend vorhanden. Ein Fußweg von rund 50 Meter über den Privatweg, auf dem man...